Also, ah ja, Universalgenie, habe ich mir jetzt gedacht. Ja. Genau. Oder It's Girl. Ja. Aufregung. Also, ich bin manchmal enttäuscht, was die meisten Likes generiert. Und zwar, das sind meistens sehr polemische Links-Rechts-Texte oder Feminismus. Blabla. Also ich habe jetzt letztens mal gescrollt und geschaut, da erscheinen immer die Dinge mit den meisten Likes und das waren fast nur so, wo ich wütend war und irgendwas so runtergetippt habe, was eigentlich sehr polemisch war und da war ich ein bisschen enttäuscht von meinem Publikum, weil, also ich schreibe das auf jeden Fall nicht, ich schreibe nichts, um Likes zu generieren, sondern schon nur das, was ich gerade mitteilen will. Also ich, ja. Man muss sein Publikum ja auch ein bisschen hassen. Also ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber betrunken fabriziere ich nur Scheiße. Also das ist, ja, bei mir hat das gar keinen. Verkatert ist super, verkatert ist ein super Zustand, aber Alkohol und Social Media, nein. Ja. Ich bin schon noch, also bei mir brauchen so realpolitische Realitäten immer ein bisschen länger, dass sie ankommen, dass ich realisiere, wie relevant sie wirklich sind. Am Anfang schaue ich mir das mehr so an, wie ein Theater, das mich gar nicht betrifft und dann wird mir dann erst die Brisanz wird mir dann oft erst mit der Zeit klar, also so wie die Neuwahlen zum Beispiel, wo ich erst jetzt anfange zu planen, was ich da alles machen werde. Davor vielleicht mit der Burschenschaft oder so. Na, ich mag am liebsten tragisch-komische Dinge. Also ich finde, das schließt einander nicht aus. Also ich mag am liebsten, ich merke auch, wenn ich die Texte, die ich am liebsten vorlese, wo ich dann merke, die sind den Leuten manchmal zu deprimierend. Also da lachen sie gar nicht mehr, weil es schon so dark ist. Und ich merke auch, wenn ich lache bei irgendwelchen Filmszenen oder so, das sind meistens so die ganz kaputten und Orgensachen, wo ich dann richtig lachen muss. Also mein Humor ist auf jeden Fall sehr tragisch-komisch, ja. Also ich habe manchmal Situationen, dass ich Texte lese, die ich sehr lustig finde und dann lacht niemand und dann wirkt das total depressiv, was ich gerade vorgelesen habe, wenn man nicht versteht, dass das lustig sein soll irgendwie. Ja. Ich glaube, es geht schon stark auch um Schmäh und so, also dass so schwarzer Humor in Österreich ganz gut funktioniert. Und Humor hat für mich immer was mit Präzision und Beobachtung und Überhöhung zu tun. Also ja, das gehört für mich zusammen irgendwie. Man muss erst mal etwas irgendwie checken, damit man es dann auch gut übertreibt. Mein Glück, spazieren gehen, nichts tun, nichts arbeiten müssen, das ist das Beste. Freunde treffen. Ja, also ich finde, spazieren gehen macht mich richtig high, ich liebe das. Ja. Die Favoritenstraße auf und ab gehen, Leute anschauen, Veranstaltungen besuchen, Straßenfeste. Ich mag es immer gern, wenn es irgendwie Menschenaufläufe gibt, denen man zuschauen kann, wie sie irgendwas machen. Ganz egal, ob es FPÖ-Oktoberfest ist oder Südwind-Straßenfest für Ethnologiestudenten. Wurscht. Ja. Ich glaube eigentlich überall, wenn man mit einer gewissen Offenheit hingeht. Also ich glaube, jeder Mensch hat eigentlich irgendwie eine interessante Geschichte. Manche können es halt nicht gut erzählen, aber ich finde eigentlich jede Person irgendwo interessant. Die Biografie und warum die Leute so werden, wie sie sind und ja. Ich sehe schon so ein gewisses Verantwortungsbewusstsein auch mit einer großen Reichweite. Zum Beispiel bin ich viel politisch korrekter geworden. Ich habe früher Sachen geschrieben, die würde ich heute nicht mehr so schreiben. Einfach ein bisschen im Respekt gegenüber Minderheiten oder so. Ja, da bin ich schon ein bisschen sensibler geworden. Und ja, ich mache mehr Witze über Rechte jetzt als über Linke, weil mich mehr Leute lesen. Genau, ja. Die regen sich auch immer so schön auf.
Ja. Also planen ist gar nicht meins. Also das ist eher, also wenn jetzt jemand ein Verlag einen Vertrag mit mir machen will für in 2 Jahren, dann empfinde ich das schon als, kriege gleich die Krise irgendwie. So denke ich mir so, was, ich weiß ja nicht, in 2 Jahren bin ich vielleicht schon nach Indien ausgestiegen und dort Yoga-Lehrerin oder so. Also keine Ahnung. Ja, also sehr im Hier und Jetzt, würde ich sagen. Das heißt, die Frage, wo du dich in 10 Jahren siehst, kann ich mir sparen wahrscheinlich. Genau. Vielleicht habe ich 5 Kinder oder so. Mal schauen. Vielleicht bin ich auch wieder im Callcenter. Ja.